Hallo, willkommen zurück in Lumina. Hallo. Heute wird luminiert. Es war so schön hier. Ja. Hast du deine Lumina-Folie? Nee, ich hab's aber einlaminiert. Hier laminieren, oder? Lumina ist doch irgendwas mit Licht. Ja. Ja. Deswegen auch eine Folie. Kannst du vielleicht auf den Projektor legen oder so, dachte ich Stimmt. mir. Stimmt. Und dann fallen da so Lichtstrahlen durch. Ja, es erzeugt ja Lichtstrahlen. Willkommen zurück zu Terranigma. Mal. Wir haben ein bisschen nicht gespielt, deswegen wissen wir gerade nicht, dass wir nach oben müssen, wahrscheinlich. Ja, wir mussten da links entlang, glaube ich. Auf den Amazonas. Juni? Habe ich nicht zuletzt gestorben? Ich bin zuletzt gestorben, glaube ich. Kann sein. Kennt ihr dieses neue Spiel, was so ein bisschen ist wie Getting Over It, wo man so ein Typ ist, der so eine Klippe entlang klettert? Ach, du sagst jetzt Mario. Nee. Was, Mario? Dieses Get Up. Ich meine, ich habe es gesehen, dass alle Difficult Game About Climbing gespielt haben. Ich dachte mir, kommt jetzt wirklich alle zwei Monate ein neues raus, oder was? Ja, ja. Aber ich dachte mir gerade, wie er da hochklettert, sah genauso aus. Also, er hat es erfunden. Ich glaube, hier waren wir nicht. Nett, dass du vorbeikommst. Ich würde gerne ein bisschen... Oh, viel kann ich nicht kaufen. Das ist okay. Mach die Taschen voll. Heilknollen. Ja, wir sind bei den Amadillus gestorben auf dem Berg. Hat er nachgeguckt? Ich hab nachgeguckt, ja. Okay. Das ist der Berg? Hat er da noch was offen? Das war der Berg. Hier kann ich kämpfen, auf jeden Fall. Da hat sich der Daumen erholt. Nee. Der ist kaputt. Permanent ist er jetzt. Naja. Der kommt nicht mehr wieder zurück. Das ist es wert. Aber wir haben ja die wichtigen Fortschritte geholt, nämlich die Krallen. Und den Granitspeer. Ja. Mit dem kann man nicht Stein vergessen. Zerstören. Jetzt geht es hier ratzifatzi. Aber kann man mit einem Granitspeer Granit zerstören? Aber dann würde dein Speer doch auch kaputt gehen, oder nicht? Damit hatte ich... nicht unbedingt. Ich meine, wenn er einfach so eine dünne Spitze ist, dann sollte er schon hinhauen. Hinhauen vor allem. Ja. Solltest du ihn hinhauen. Wenn du zwei gleiche Steine gegeneinander schlägst, dann ist es wahrscheinlich dumm, aber ansonsten... Ich glaube, so macht man irgendwie Feuerstein oder so. Ja, aber... Jabba, du. Nee, ich hab keine Ahnung. Red Dead? Habt ihr Erinnerungen an die Flintstones? An die Feuersteins? Oh, nicht so wirklich. Ganz bisschen. Ja, ich auch nicht. Ich weiß immer, dass die existieren, aber... Irgendwann kam mal diese Realverfilmung und irgendwie furchtbar, glaube ich. Okay, also ja, die war sehr amerikanisch, so dieses typische, aber ich glaube, genau sollte es halt sein. Ist das ein permanentes Upgrade oder ist das so ein... Ich hab nur einen Weg, das herauszufinden, Maeve! Oh, Mama. Vor allem, nee, das, Fred Feuerstein wurde da gespielt von John Goodman. Ah, okay. Goodman. Das fand ich witzig. Das ist bereits ausgewählt, benutzen. Kraftelixier getrunken. Stärke steigt um 1. So ist es doch, Vitalelixier. Yeah. Getrunken! KP-Steigung. Um 5. Das ist ja wie Ginseng aus Pokémon Mystery Dungeon. Das müsste eine permanente Verbesserung sein, oder? Dieses Projekt fühlt sich ein bisschen an wie Mystery Dungeon. Nee. Doch. Es fühlt sich aber an wie Spirits in, dem stimme ich zu. Ja, ja, okay. Dann so. Ich meinte, nicht, dass das Spiel sich so anfühlt, sondern das Projekt wie die Aufnahmen damals. Es ist halt ein JRPG. Wir sind hier auf Spirits Inn eigentlich. Basically, ja. Quasi, wir haben nur die Login-Daten vergessen. Ich will einfach nochmal anmerken, bevor wir sie vergessen, habe ich zu Fuli gesagt, Fuli, log dich ein, verbind's mit deinem AdSense-Account. Er hat's nie gemacht. Nein, da hatten wir schon lange sie vergessen und Keggy hatte auch die Handynummer irgendwie nicht mehr dafür. Okay. Oh Gott, ja. Also das Handy war schon auch zu weg. Spät. Ja. Das Weird One on One ist halt auch, das sind Kanäle, die bleiben für die Ewigkeit, denn die ja. kommt niemand mehr drauf. Eventuell hat jemand anders jetzt diese Handynummer sogar. Ja. Ich werde mich mal einloggen und nachfragen. Nicole hat mal ihre Handynummer gewechselt und ich hatte aber noch den alten Chat auf WhatsApp, weil ich doch manchmal einfach reingeguckt habe. Und die war schon vergeben? War das, und dann war das plötzlich ein anderes Profilbild von so einem anderen Typen und ich habe den noch in meinen Kontakten. Okay. Warum löscht du ihn nicht raus? Stell dir vor, das... Naja, hä? Weil ich den Chat ja noch haben will. Du willst den Chat haben? Ja, das war süß, so wie wir uns kennengelernt haben. Ich finde sowas schrecklich. Ich hasse den Gedanken, dass irgendwelche Chats für längere Jahre irgendwo noch da sind. Ja, ist doch nicht so lang her. Anderthalb Jahre. Oh, ich würde so gerne bei Discord irgendwie alle alten Chats löschen. Ja.
Da sehe ich mich auch eher. Einfach aber weg per damit. Hand gar keinen Bock. Nee. Ja, nee. Also gelöscht wäre der sowieso nicht. Ich glaube, wenn ich den Kontakt entferne, ist trotzdem dieser Chat noch da. Deswegen, ja. Davon habe ich schon reich. Hier ist okay, Maeve. Ist ja, das war eine schöne Knolle. Oh, es war eine größere. Aber das bedeutet halt auch, wenn man seine Handynummer wechselt, könnte irgendjemand, der dich kennt, die bekommen. Wenn man zum Beispiel ein großer Streamer wäre. Ja, aber dann halte ich unwahrscheinlich, dass da irgendeine Connection gezogen wird. Oder nicht? Oder? Warte, ja, vor, du holst nee, Moment, Nummer, also. Nee, ich meinte von diesen Nummern, die geleakt wurden und da, wo 1000 Leute mal anrufen oder so. Ja, nee, ich glaube, das. Das stimmt. Ich bin nicht mal zu sicher, ob das so funktioniert, dass die einfach weitergeleitet werden. Weiß ich auch nicht. Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass da mehr Zeit dazwischen vergeht. Nee, bei mir war das sehr schnell. Also ich hatte damals, so 4 Monate oder so, wo ich einen neuen Vodafone-Festnetzanschluss, also mit Internet halt mir geholt habe. Da haben, glaube ich, für die ersten 3 Wochen noch irgendwelche Leute angerufen, die irgendjemand anders sprechen wollten. Da habe ich gesagt, nee, die Nummer ist glaube ich neu. Ja. Der hat hier nicht mehr die andere Nummer. Und ja, irgendwann hat es natürlich aufgehört, weil die es dann gemerkt haben, dass die Nummer nicht mehr dem gehört. Ja, aber also die haben die so ultra schnell weitergereicht, ne? Also. Wahrscheinlich vergehen so 2 Monate gerade mal. Ja, Diese Rufnummer-Rücknahme geht ja, glaube ich, 3 Monate, ne? Kann man irgendwie eine Rufnummer wieder noch mitnehmen. Ja, und stell dir vor. Und schätze mal, nach den 3 Monaten wird es dann freigegeben. Stell dir vor, ein Kumpel von dir wechselt seine Handynummer, du behältst diesen Chat und irgendwann ist das Profilbild, weil es ja neu vergeben wird, von einem YouTuber, den du guckst oder so. Dann hast du seine Handynummer. Ich glaube, so. Das ist gerade so, ich bin 8 Jahre und habe gerade was gelernt. Szenario. Irgendwie so. Komisch, ja. Findest du? Nee, also irgendwie. Stell dir vor, das ist ein YouTuber. Ja, okay, aber ich meine. Dann hast du doch Tendo auf WhatsApp. Nein. Ja, wow. Genau, so nein, ich finde das doch nicht, sondern ich hab das kann doch so einem 8-Jährigen. Ich mich wieder wie auf dem Schulhof gefühlt habe. Ja, vor allem, das kann doch einem 8-Jährigen passieren, das mein ich ja. Das ist genau diese Situation, die du weißt. Ich bin, glaube ich, gestorben sogar. Ja, war noch ein bisschen weiter. Ja, da waren die kleinen Kerle. Man hat es gerade bestätigt, finde ich. Dadurch, dass da Leute angerufen haben und dachten, das wäre der andere. Ist es nicht so, dass die andere Nummer dich irgendwie auch eingespeichert haben muss, damit man dann halt sowas wie Profile und so überhaupt sieht? Weil sonst ist es einfach nur ein profilbildloses Ding, ne? Ja, aber warum hat der dann davon habe ich ein paar bei mir. Warum hat der Typ dann meine Handynummer? Ach ja, das war das hier mit diesen Dingern. Oh. Hm. Vielleicht wäre es trotzdem okay. Spring mal ab. Ich finde die Kleinen sind lustig. Was ist denn mal los jetzt? Also, die sind auf jeden Fall los, ne? Die geben auf jeden Fall Cash, ne? Und die geben alle Cash, die Gegner-Map. Ja, aber die geben auch dickes Cash. Ja, alle Gegner aktuell. Das ist einfach mal eine. Das verstehen lassen, was ich sage? Es ist so. Ja, aber es tut mir leid, da die andere Granditgegner, die ich bekämpft habe, und die Vögel, die haben auch alle großes Geld gegeben. Nein, die geben mehr Geld, die haben wir los. Das sind coole Typen. Sehr nee, gut. Das sind Gürteltiere. Die haben Sparkonto. Ah, oh, das sieht aber richtig aus hier. Ja, ist das von hier nicht gegen so einen Vogel? Ich vermute. Nee, das war Donkey Kong Country. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, es war hier. Erstmal einen kleinen Zwischenstand. Pass mal auf. Sag ich doch, Donkey Kong. Oh nein, es ist das Eisclimber Gameplay. Es ist so windig. Yeah. Damage. Nee, mich erinnert das an den Vogelkampf aus Link's Awakening, den wir gemacht haben. Stimmt, da gab's auch so einen. Ich hab jetzt gerade irgendwie auch an. Ich glaube Mega Man X hat auch so einen. Schild ist natürlich gut gegen Projektile. Nicht schlecht. Ja. Das ist irgendwie voll das Gaming-Klischee zu der Zeit gewesen, ha? Du hast so eine Spitze und als dieser Vogel. Das passiert halt immer noch. Wie gesagt, in Tropic Freeze. Gab's den Tropic Freeze? Man kämpft immer noch Vögel in Videospielen! Nein, ich meine genau so, aber. Vor allem, es gibt mehrere SNES-Spiele, die mir gerade eingefallen sind. Das ist so ein 90er-Konzept. Ich weiß, was Fully meint, aber. Er meint diese Lage, dass man irgendwo so hochklettert und dann. Ja, genau. Gott, ich hasse diesen Kampf. Warum treffe ich ihn nicht richtig? Das ist ja klar. Der Vogel ruft Verstärkung. Ach komm. Oh nein. Das oh nein. Oh nein. Der scheißt mich an. Tut er ja wirklich.
Ey, könnte auch was übersehe ich irgendwas? Das sieht aus wie der Haufen, der dem kleinen Maulwurf auf den Kopf gemacht wurde. Die kacken einfach so richtig perfekte Shitbombs. Wie erwische ich die da oben? Ja, das ist das Miese an Vögeln, ne? Jetzt war er nah genug, ich habe mich gerade in dem Moment geheilt. Scheiße ist halt dumm. Lieber ein Scheißhaufen in der Hand als ein Vogelboss auf dem Dach. Warum kann ich den nicht erwischen? Oh mein fucking... Warum triffst du ihn nicht? Das ist halt komisch, dass du den da nicht triffst. Aber ich schätze mal, das ist doch so ein Kampf, wo du... Denn ich... Der hat nicht so viel Leben. Ja, genau, der hat nicht viel Leben halt. Ja. Hä? Infernalus besiegt. Infernalus. Stell dir vor, wie so ein Held. Lange wartete ich auf diesen Augenblick. Alle Vögel sollen ihre natürliche Lebensform wiedererlangen. Doch bedenke, noch ist es zu früh für die Wiederbelebung der Welt. Oh. Du musst für das Wachstum allen Lebens sorgen. Aber kein Stress. Okay. Oh mein Gott. Ei. Es war zuerst das Ei. Ich muss ans Fullerische Land denken direkt. Nein. Okay. Ich habe in einem Land von unserer Zeit gedacht, als ich gerade die Risse da gesehen habe. Da wurde das Schlüpfen auch so sehr sorgfältig inszeniert. Zuerst. Leute, seid ihr bereit für die Vögel? Ich bin sowas von bereit. Für das Zeitalter. Er hat vorhin schon einer ein paar Mal ins Gesicht geschissen. Die Dinosaurier sind wieder da. Nein, die haben wir geskippt. Nee, die Vögel sind Dinos. Nice. Oh. Danke. Ich mag dir vorstellen, dass so ein Held, so Herkules oder so, nachdem er irgendeinen Boss besiegt hat, einfach sagt, hä? Wenn ich nur meine Flügel ausbreiten und wegfliegen könnte. Doch aus Orkania wehte noch kein Lüftchen. Nein, kein laues Lüftchen hier. Ironischer Name. Hier steht die Luft. In Orkania gibt's keinen Wind. Bisher war es der Wind, der uns den Zeitpunkt zum Aufbruch wies. Doch in diesem Jahr blieb der Wind aus. Die reden, als wären sie nie weg gewesen. Haben die das alles nicht mitgekriegt? Es wirkt generell so ein bisschen in Terranigma, als würdest du einfach wirklich was zurückholen, was mal verloren war, einfach. Ja, aber ist das wie so ein Timeskip für die, dass sie... Quasi, als ob die nicht gewusst haben, dass die weg waren. Ja. Okay. So wirkt es halt zumindest. Irgendwie ist es hier seltsam. Gab's da nicht schon woher willst du wissen, wenn du weg bist? Du weißt ja auch nicht, oh ja, war ich wohl tot, naja. Ja, das stimmt. Ich dachte, gerade aus meiner Ohnmacht aufgewacht. Ich erinnere mich noch so gut daran. Aber wie Maeve sagt, es gab, glaube ich, sogar Hinweise darauf. Das ist bei mir so. Ich war mal ohnmächtig. Dass die Welt schon mal war, ja. Wenn ich nur meine Flügel ausbreiten und wegfliegen könnte. Aber das ist ja nicht das. Okay. Achso, ja. Das ist das Gleiche. Orkania weht kein Flüftchen. Ja, das haben wir schon gehört. Ich kletter mal hoch. Ich meinte im Sinne von, sind das dieselben Vögel, die damals gelebt haben? Oder sind das einfach neue Vögel? Aber anscheinend sind es dieselben. Die mag ich nicht. Wir Königsvögel bewohnen Nester in luftigen Höhen. Im höchsten Nest wohnt Dumba, unser König. Und der Dämon, ist der auch da? Der Dumba wohnt in seinem Horst. So ein Dumba. Du hast uns unsere Lebensquelle wiedergegeben. Ich möchte dir im Namen aller Vögel danken. Ja, wiedergegeben. Danke. Ne? Der weiß es. Dankeschön. Der wusste, dass die mal weg waren. Hier ist ein Stein. Oh mein Gott. Aber wieder ein Stein und kein toter Vogel. Oh, guck mal, er ist sogar weggeflogen und Bruch. Das ist ein Küken. Ein Stein. Oh Gott, Babys. Küken. Ich habe Hunger. Aber ich warte auf meine Mama. Ich bin brav. Ja. Yeah. Ganz braves Vögelchen. Eins kommen Menschen und stahlen die Eier. Doch nun herrscht endlich Frieden. Wir haben keine Angst mehr davor. Das ist ja nochmal eine Erinnerung. Ja, ein bisschen Erinnerung an damals. Ja. Ja, alle. Ich bleibe allein zu Hause und gehe easy on the Pepsi. Das kann ich schon. Das kann ich schon. Ja, dann gehst du wenigstens rechtzeitig auf Toilette. Dann kannst du auch viel Pepsi trinken. Wie Nomaden reisen wir durch die Welt, geleitet nur vom Wind. Doch nun scheint. Ja, ich weiß. Oh, der ist ein Händler, das sehe ich ihm doch direkt an. Hat seine Kette bestimmt auch eine Mütze auf? Ja, das ist so ein Lieferer. Ich werde jetzt aufhören, die Mini-Heilung zu kaufen. Ich mag, wie die da picken. Die ist imposant. Ein Vogel musste federn lassen, oh. Oh.
Die haben eine ihrer selbst getötet dafür. Das ist brutal. Oh, Level 11. Bald haben wir die Mugi. Bald haben wir ihn noch 2 Stunden. Warte, das sieht aus wie der richtige Weg, weil hier ist auch der Speicherpunkt. Lass mich mal links erst hochgehen. Ich liebe es, wie er sich so hochhangelt. Ja, es ist so super. Ja, genau, das meinte ich mit, ein bisschen rumschwingen. Mit diesem Spielschuh. Schatzkiste. Ah, oh, nee. Ein Händler. Ich habe Hunger. Der Magiehändler. Ich habe Hunger. Du machst das Geld zu essen. Okay. Komm, beim Magier. Nee, wir haben nicht wirklich Geld dafür. Wir haben Magie bisher auch nicht eingesetzt. Ich würde viel lieber Ausrüstung kaufen. Ja. Mal sehen, vielleicht setzen wir im letzten Dungeon mal Magie ein oder so. Ja, ja, bestimmt. Dann haben wir ein paar Kristalle bestimmt übrig. Hallo, wer ist das denn? Dumba. Ich bin der König der Königsvögel. Oh. Man nennt mich Dumba. Der König der Königsvögel. Der Vogelkönig. Hab Dank. Du hast den Bann gebrochen und uns unsere Körper wiedergegeben. Doch noch ist nicht alles wieder beim Alten. Nicht weit von hier liegt Orkania, die Windgrotte. Eine Grotte? Der Wind aus Orkania geleitet uns in neue Länder. Doch dieses Jahr blieb der Wind aus. Wir machen uns Sorgen. Oh no. Okay, kümmere dich mal drum. Habt ihr Lust auf die Grotte? Schneid das raus, perfekt. Welche Himmelsrichtung war das? Wir nehmen ja sowieso schon seit Folge 2 Johnnys Tonspur nicht mehr mit auf. Das würde einiges erleichtern. Oh Mann. Ja, gute Frage. Welche haben die eine Himmelsrichtung genannt? Ich glaube, er hatte. War es im Osten? Alles im Osten. Irgendwo ist Orkania auf jeden Fall. Ah, hier wahrscheinlich da. Nee, da war das Portal, oder? Nee, das war da, hier nö, da, oder? Hier ist es. Ist eh Zeit vergangen. Was ist hier? Wie sieht's hier aus? Bestimmt Orkania, oder? Das ist nicht Orkania. Radcliffe. Ah, da waren wir ja, ja. Da waren wir eben. Ja, ist richtig. Im Osten, ne? Deswegen habe ich gefragt. Ich im Fernosten. Ich habe keine Ahnung, ob er Osten gesagt hat. Hä? Oh, da geht's aber lang. Oh, der Wald. Den waren wir auf jeden Fall noch nicht, oder? Das ist aber nicht dir geschehen. Davon habe ich schon genug. Wie, der öffnet eine Truhe und denkt sich, das will ich nicht. Ja. Aber wir wissen nicht, was ist das? Nein, ja, aus. Und? Nein, ich wollte doch. Die benutzen, ne? Okay. Aber im Gegengift, das kann man dann nicht benutzen, okay? Das wird ausgerüstet, wenn man Ja drückt. Als andere Zeug, das wird ausgerüstet, wenn man Nein drückt. Ich verstehe. Es wäre witzig, wenn da jetzt ein Gegengift drin gewesen wäre. Oh! Das war Geld, aber. Oh! Okay. Ich glaube, du kannst aha eine Rüstung leisten. Jetzt werden wir eine Rüstung kaufen, für die ein paar Vögel federn lassen mussten. Oh ja. Weil die eher wie Stacheln aussahen. Er sieht aus, als hätte er irgendwie eine Bazooka oder so in der Hand. Oh ja, er zur Seite läuft oder nach oben. Nach oben vor allem. Ja. Nach unten nicht so sehr. Deutsch! Ey Vögel, so. Ich habe keine Bazooka in der Hand, alles gut. Naja, darüber lässt sich streiten. Er strapst nein, wieder nein, cool nein, durch nein, die nein. Gegend. Ich mag immer diese Wassereffekte aus ja. Spielen aus der Zeit. Auch das Wasser aus Drittgeneration von Pokémon fand ich immer sehr schön. Weil man sich spiegelt. Spiegelt es? Ja, das war immer das, was mir aufgefallen ist. Ich hab so oft Smaragd jetzt durchgespielt. Ja, man sieht doch über die Brücken läuft immer sich selber im Wasser. Vielen Dank, mein Freund. Das kann sein. Und in den Pfützen. Ich finde, ansonsten hat das kaum einen Effekt bei Pokémon außer Spiegeln. Ist einfach nur blau. Ja doch, es nervt ein bisschen. Federanzug. Wie es nervt. Too much water? Ja. Okay. Wirklich jetzt, also. Ich mag es auch bei den Spielen, das ist natürlich schon länger so, aber ich finde es immer noch cool, dass die Hintergründe langsamer scrollen dann und dadurch halt die Ferne vermittelt wird. Parallaxing. Sollst du einen der Möwen dort unten fragen? Die drei Möwen da unten, die Jungen. Okay. Kann nicht mehr fliegen. Die Möwen. Ironisch für den König der Vögel, naja. Ich dachte, die können nicht fliegen. Aber mal gucken. Vielleicht wissen sie auch, wo wir. Willst du nach Orkania? Kein Problem, Mann, ich flieg dich. Oh. So, dann was? Gut, dann. Nach Orkania! Ja. Let's go! Kommt jetzt diese Musik aus Undertale? Orkania, klingt aufregend, fliegst du mich?
Natürlich, es geht gleich los, halt dich fest! Was für Undertale-Musik überhaupt? Na, wo man über den Abgrund mit dem Vogel fliegt. Ich hab absolut keine Ahnung. Das ist sehr schade, dass du das nicht weißt. Ich weiß, das ist okay. Nicht cool? Ich glaube, die Stelle ist sowieso cooler, deswegen ist das okay. Oh, ist das super, ja. Wie wir einfach da in so einem Great L entwickelt sind. Großes L. Orkania. Ganz großes L. Ich mag den Sprite dieser Möwe, wie sie da so stolz sitzt. Ich kann nicht angreifen. Oh, Möwen sind sehr stolz, glaube ich. Keine Musik. Dramatisch. Rein da. Wie oft habt ihr in eurem Leben Möwen gehört? Ja, schon ein paar Mal. Ich sehr regelmäßig. Für mich ist das Heimat. Okay, die Steine sind weg. Maeve hört die Stimme des Windes. Wer stört meinen Schlaf? Was? Ich höre Vogelgezwitscher. Ich spüre des Frühlings Hauch. Endlich! Der lange, harte Winter ist vorbei. Ich weiß nicht, wer du bist. Doch vielen Dank fürs Wecken. Da damit sind Brötchen gemeint, müsst ihr wissen. Ich werde sofort aufbrechen. Kein Ding. Oder es wird jetzt scheißwindig raus. Ein kühles Lüftchen. Die Brötchen will er auch aufbrechen. Das ist so eine Knack- und Backdose. Was ist das? Ist das Wind? Geht doch nicht so windig. Naja. Das war's. Der Wind ist windiger nach oben entkommen. Octania war ein wilder Dungeon. Ja. Ich meine, ich glaube, als nächstes kommt, was kommt als nächstes? Kommt als nächstes das mit Schneeberg oder Flussding? Ich glaube, Flussding, oder? Toll, Maeve, der Wind ist zurückgekehrt, endlich. Wir müssen los, lass uns dem König die frohe Kunde berichten. Der König? Ich glaube, hier, Dingsterbums kommt das hier. Es ist Amazonas. Okay, das ist der Fluss dann. Dingsterbums da. Könnt ihr mich dann entmuten? Colorado? Das ist ja wie Level Company hier. Das ist ja wie Haribo. Versteht's. Ich glaube, er hat's rausgeschnitten. Ich verstehe es nicht. Habe ich rausgeschnitten. Aber man hört dich noch naschen. Ohne Kontext. Jetzt hat der Kontext. Nein, zwischendrin erwähnst du, die Colorados sind lecker. Hast du nicht sogar mich irgendwie gefragt, ob ich welche habe? Aber man hört sie holst. Der Wind ist wieder da. Die Zugvögel können wieder losziehen. Nimm dies als Zeichen meiner Anerkennung an dich. Es ist der Windzauber. Er beschwört Vögel, die Krankheiten und Flüche heilen. Das ist nicht schlecht. Was? Den hätten wir auch kaufen können, ne? Das ist OP. Naja. Wenn du reisen möchtest, dann rede mit den Möwen. Schon wieder mit der Möwe reden? Kannst du wahrscheinlich auf einen anderen... Fully hat sogar richtig. Aber er meint damit, du kannst jetzt immer. Fully hat es falsch formuliert, aber die richtige Bedeutung gehabt, weil es sind da mehrere. Ja. Der Wind wird dich auf einen neuen Kontinent bringen, Maeve. Ich flieg zu einer kleinen Insel namens. Imbecilia. Hab ich noch nie gehört. Los geht's. You imbecile. Ja, echt. Das klingt interessant. Auch. Fliegst du mich? Natürlich! Es geht gleich los, halt dich fest! Ich finde das sehr höflich. Die Möwe sagt, ich flieg dich, dann fragt Maeve nochmal, willst du mich fliegen? Ja. Ja, ich flieg dich. Aber willst du mich fliegen? Ja, ja. Okay, ja, willst du das überhaupt? Ja. Machst du es freiwillig? Ist das mit Consent, das Fliegen, oder? Yo. Das ist neuen Welten, wortwörtlich. Das ist Japan. Ich mag es, dass er in so einem Beutel da drin ist. Ja. Gleich kommt Kamek. Ich weiß gar nicht, ob die dritte Möwe dich einfach nur zurück zu den Pflanzen geflogen hat oder so. Yoshi's Island. Hallo. Ich ziehe von hier nach Sanctum. Nö, nicht jetzt. Nicht jetzt, viel später. Alles klar, sag mal, wenn du mich brauchst. Alles klar, Keuler. Klärchen, Mann. Habt ihr früher auch gedacht, dass Zugvögel was mit Eisenbahn zu tun hätten? Na, hier gibt's viel zu entdecken. Ich auch nicht. Ist das jetzt alles, Maeve? Hey, was ist das? Mount Fuji? Was ist das für ein Ort? Ja, ich erinnere mich düster, dass ich auch sowas hatte, wo es nicht weiter ging mal. Das ist recht, das ist Japan. Deswegen kenne ich es wahrscheinlich nicht. Das ist Japan, ja. Glaub mir, ich bin der Geografie-Mann. Aber was? Ist da irgendwie Secret? Ich kann ja mal gucken.
Südamerika trotzdem ich erkannt. Vielleicht gibt es eine andere Möwe, die dich woanders noch hinfliegt? Ja, es gibt ja drei da. Also wir kommen auf jeden Fall weiter. Aber mich würde mal interessieren, ob da was ist. Also, ich hoffe, da ist irgendwas, sonst ist das ein bisschen enttäuschend. Es muss was geben, weil irgendwann... Vielleicht wächst da irgendwas. Spoiler, fliegst du ja nicht mehr mit Möwen. Ja. Ja, vielleicht später ist da ja was. Willst du wegfliegen? Aber nicht sehr viel später wahrscheinlich. Sag mal, wenn du nach Orkania zurück... Nee, lass mal, wir müssen nicht nach Orkania zurück. Da gab's auch nicht so viel. Nee. Will die ganz linke Möwe uns noch irgendwo hinführen? Ja, die quatsch ich als letztes an. Ich denke, die bringt uns zu einem neuen Kontinent. So, Babe, schaust du nach dem Ding? Ich hab grad geguckt, ich finde da nichts. Nur was in der Zukunft liegendes. Okay. Also vielleicht ist es so eine Vorstellung einfach nur. Keine Frage, ja. Maeve, ich bring dich wohin du willst. Ich flieg jetzt ins Paradies der Tiere, nach Safarium. Kommst du mit? Das Paradies der Tiere? Das klingt interessant. Toll. Fliegst du mich? Natürlich, es geht gleich los, halt dich gut fest. Boah, das Paradies der Tiere. Auf nach Safarium! Das klingt wie... Afrika. Ja. Ja. Great L. Take the L. Das gefällt mir echt. Sehr flache Erde hier in dem Spiel. Das ist der Atlantik. Hast du auf Imbezil, also auf in Japan, hast du die ganze Zeit A gespammt eigentlich beim Rumlaufen? Nein. Okay, das sein können. Das mache ich immer, wenn ich nichts finde. Also, wäre mir neu, dass man unsichtbare Dinge im Spiel anklicken kann. Ich würde auch nicht dran denken, über A zu drücken. Was ist geschehen, Maeve? Einst lebt unzählige Tiere hier, es war wie im Paradies. Lonzo, das Nashorn, Kamensky, die Kröte und Leon, der Löwe. Leon war gerade Vater geworden. Was ist nun mit ihnen geschehen? Oh, das Leben kann ganz schön hart sein. Ich esse mal ein bisschen, ich hab Hunger. Jetzt mal ein bisschen was picken. Auf die Storyline habe ich Lust. Ein Paradies der Tiere, das ist eine Johnny-Storyline. Yeah. Runterkrabbeln. Krabbeln wir doch rüber. Siehst du sogar eine optionale Storyline irgendwie mit den Tieren, Maeve? Ich meine, ich denke, wir wollen die trotzdem machen, aber ich habe irgendwas im Kopf, dass da was war. Also. Vielleicht liege ich aber komplett falsch. Ich glaube, die ist nicht optional, wie du wahrscheinlich meinst. Also, ich kann nicht sagen, das Gebiet, in das wir jetzt kommen, da werden wir auch öfter mal falsch liegen. Komm bei Magier. Nee, lass mal. Des Looms. Wir, der verkauft eine neue Rüstung. Seitigt Folgen eines Fluchs. Wir verkauften nichts. Ah, keine neue Rüstung. Warte mal, konnten wir bisher jemals Waffen kaufen? Nö. Ich glaube, vielleicht doch eine. Ich glaube, wir konnten eine kaufen. Das war die dann... Die hat zwei Schaden mehr, also ganz am Anfang, die hat keine Regeneration gehabt, aber zwei Schaden mehr gemacht. Ja, da links war jetzt auch einfach ein leerer Raum. Ja, hier ist ja auch niemand da gerade. Ja. Die Tiere kommen ja erst wieder. Achso, die ziehen dann hier ein. Tierfels. Oh, das König der Löwen. Obwohl das der Tierfels ist, ist es ja auch nicht viel. Simba. Kannst du ins Wasser springen und die Wasserfall runterfallen? Ja. Ein wahrer Held? Los geht's! Kann ich. Ja. Whee. Yeah. Oh, jetzt sind wir hier. Aber vielleicht kannst erfrischend. Du es nicht nochmal. Ja, wir müssen hier weiterziehen. Wir müssen weiterziehen. Wie die es Vögel. Lohnt nicht zu rasten. Savanna. Wer rastet, rostet. Oh, und da sind wir in Zoom. Nö, Maeve, nö. Nicht gut. Maeve, aber die Musik ist nett. Das ist Brasilien, Maeve, oder? War ich falsch. Ich glaube, es ist Brasilien. Brasilien in Afrika, Maeve. War das Afrika hier? Ja. Ich war mir nicht sicher. So, würde ich jetzt, hätte ich auch gedacht, aber keine Ahnung. Also wir hatten da vorhin die Sahara und die Savanne, das ist typische Afrika. Nee, Savanna. Feuerkröte explodiert. Savanna. Ah, das war kein guter Schaden, den ich gemacht habe. Eventuell muss ich, und Afrika macht, muss ich da macht natürlich mehr Sinn, ja. So einen Sprungangriff machen. Die Musik gibt ist natürlich wieder sehr schmissig. Oder ist das ja easy wieder drin? Das war ein bisschen besser. Junge, was sind das eigentlich für Beyblade-Kröten hier? Das sind eine Godzilla-Referenz. Jetzt meinst echt? Du?
Meinst du dieses, ich weiß schon. Also es gibt so ein Monster, was so eine Schildkröte ist, auf der ist auch... Oh, Vorsicht! Mutten Roshi ist auch eine Referenz ein Stück weit daran. Echt? Wegen... Ah. Ist ein bisschen im Ladebildschirm vorne, denke ich, ist auch auf so einer drehenden Schildkröte unterwegs. Ich wollte nämlich gerade sagen, in Final Fantasy XIV gibt es auch so eine. Da hast du auch... Ich meine, vielleicht basiert das auch wieder auf irgendwas anderem, aber es ist auch so ein bekanntes Godzilla-Monster-Teil. Ja, Bowser, würde ich sagen, hat auch einen Panzer, der sich dreht. Meinst du? Ja, Bowser rotiert halt nicht so und hat dann Feuer aus den... Ja, das ist auch genau das. Ne? Ja. Ich meine, das Feuer nicht, aber er hat ja genau das. Er ist eine feuerspeiende Kröte und rotiert doch so. Das ist keine feuerspeiende Kröte. Bowser? Nee, der da. Das ist eine Schildkröte. Nein, aber der macht auch Feuer, meine ich. Ja. Ich glaube, das ist was anderes. Bowser war vor allem ursprünglich ein Ochse. Das stimmt. Aber halt dieser drehende Panzer, vielleicht ist es generell so ein Folklore-Ding wieder aus Japan. Gegen so. Oh ja, wir können was anderes als den Granitsperr versuchen. Au. Oh ja, vielleicht war der super spezifisch. Also in dem Spiel musste man öfter mal die Waffen wechseln wegen irgendwelchen Elementvorteilen oder so. Sonne. Nenn den Sonnenstab. Können wir mal testen. Ansonsten müssen wir was finden. Wir können das vielleicht auch noch... Ich weiß nicht, was bringt bei sich umzugucken nochmal. Hey. Au. Die Peaks. Den hast du weggeflippt. Ich hab mal... Bei uns ist mal eine Wespe in die Wohnung geflogen und Philipp hat panische Angst davor und ich hab dann so versucht, die wieder rauszulocken, aber ich hab einfach nur so eine Handbewegung gemacht, als hätte ich die so gefangen, ihre Flugbahn umgeleitet und sie direkt wieder rausgeschmissen. Und Philipp war so richtig, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass sie so schnell wieder, dass du sie so entfernst. Da hab ich mich sehr cool gefühlt. Also die hat schon mal doppelt so viel Schaden gemacht. Ja, du hast jetzt statt zwei... Der Sonnenstab hat halb so viel Schaden gemacht. Nee, das ist 4 Schaden. Der Sprintangriff macht 8 Schaden mit dem Granitsperr und teilweise. Siehst du? Das sind 3, oder? Das sind 3, oder? Ach, das ist eine 3, keine 8? Ja, ja. Teilweise wäre es eine 8. Nee. 6 Schaden. 6 Schaden. 3, ja, ich glaube, es ist ein bisschen besser. Aber viel, naja, ein bisschen minimal besser, ja. Ich denke, es fehlt hauptsächlich ein Level. Aber das ist alles nicht das Wahre. Das sieht echt aus wie eine 8 manchmal. Wie mache ich den Angriff speziell? Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir vielleicht ein paar Kisten öffnen. Vielleicht finden wir hier eine Waffe. Ja, das ist ja auch nichts. Bisher hat das Spiel immer eine passende Waffe gegönnt. Ja, also bisher war das im Spiel so, am Anfang ist ein C alles und dann findet man eine Waffe und dann levelt man ein bisschen und dann wird's easy peasy. Nein! Easy peasy. Obwohl ich gerade nicht, Gecko. Wer ist er denn? Jo! Das ist Gex. Also, Enter der Gecko. Was ein langer Schwanz. Oh mein Gott, du hast recht, what the fuck? Das Sonnenlicht bricht durch. Ja, es war ja auch der Sonnenspeer. Ja, was da den Unterschied nochmal macht? Oh! Das ist Gagagigo. Gagagigo? Woher? Aus welchem Film? Scheiß. Ah, okay. Ich hab jetzt an Blanka gedacht. Ich auch, stimmt. Aus Street Fighter. Wie viele Namen nicht ein? Aber Blanka wäre dann Brasilien, glaube ich. Echt? Oder? Was? Keine Ahnung. Ich glaube, Blanka ist aus Brasilien. Der Rote. Das ist ja angenehm. Dort leben die lang. Ja. Weil es Schildkröten sind, ja. Ja. Vielleicht gibt es ja auch noch ein... Was, wenn man so im echten Leben Lebenspunkte hätte? Manche Schildkröten leben einfach länger, weil sie viele davon haben. Oh, das ist gut. Ja. Ich lasse es einfach. Ich glaube, der redet mit dir, oder? Als Dämonen auftauchen, verödete das Land. Doch das Land wird in größerer Pracht erblühen, als es je der Fall war. An den Altaren der Eingeborenen wurde um Regen gefleht. Oh. Ach, das fucking Käfer, was ist? Ach, wurde dir ein bisschen Schaden. Ich erinnere mich nicht, dass wir einen Käfer befreit haben. Was denn, wenn du jetzt so mehrere Sachen outmaxed hättest, dann wüsstest du nicht, was in der Truhe ist, oder? Nö. Ich habe mehrere Sachen outmaxed. Oh. Ja, es wird eine Wunderknolle sein, schätze ich. Das ist ja seltsam.
Da würde ich sehr stark von ausgehen, der Rest bringt jetzt nicht wirklich was. Magiengift gibt's hier nicht so. Also, oh mein Gott. Eine zweite Wunderknolle. Als ob du zwei Wunderknollen bekommst. Gleich kommt der Boss. Also ich habe auf jeden Fall nicht in dem Ausmaß jetzt Leben bekommen, wie ich es mir gewünscht hätte. Ja, die Schildkröten, ich glaube, die lohnen sich nicht. Dauert zu lange für zu wenig XP wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich, ja. Das dauert Geckos? Auf jeden Fall lange. Aber Geckos waren schon mal gut. Kannst du noch ein paar Schildkröten abschlachten, wenn du eine bessere Waffe hast? Abschlachten? Dann holst du das nach. Na, hier waren wir schon. Ja, ich weiß nicht, wo das war, aber es gab mal irgendwie eine Zeit, wo, also zur Kolonialzeit, wurden mal so Schildkröten, weiß nicht, ob es Galapagos war oder so, gefunden. Die waren anscheinend so lecker. Die hatten so leckeres Fleisch, dass die ausgestorben sind, weil die wurden kaum sogar... Die waren so gut, dass sie einfach gegessen wurden, bevor sie verschifft werden konnten. Angeblich. Ja. Okay, das ist zumindest die Story. Oh, die halten gar nicht mal viel aus. Ja, schwach. Ja, nice. Oben geht's auch durch, aber... Mal schauen, wenn die noch ein paar Mal kriegen, bis wir ein Level abkriegen. So ein bisschen taktisches Grinding. Mhm. Die halten echt wenig aus. Halt die Teilen aber gut aus. Im Vergleich. Level up! Im Vergleich zu den Schildkröten sind die auf jeden Fall. Steigt um 7, Stärke um 2. Wichtig, wichtig, ja, wichtig, ja. Wichtig, Abwehr wichtig. Abwehr auch um 3, das ist auch viel. Ja, jetzt sollten wir ein bisschen vorankommen. Dass sie durchschnitzeln können. Okay, wir nehmen auf jeden Fall weniger Schaden. Boah, der war schnell weg. Ich glaube, wir haben nur halb so viel Schaden genommen. Ich frage mich, ob ich an dem Punkt die Granitsperre wieder ausrüsten sollte, aber ich will eine neue Waffe finden. Weil der Sonnensperr, der passt aktuell. Ja. Passt auch thematisch. Aber ab und zu ist Regen und keine Sonne da. Ja, aber hier fühle ich gerade... Hier habe ich das Gefühl, es ist sehr sonnig. Oh, Krips auf jeden Fall ganz viele. Allein die ausgetrockneten Bäume. Oh! Die Regenaltare der Vergangenheit befinden sich in Zu! Ja, da müssen wir wahrscheinlich hin, ha? Vielleicht ist es doch regnerisch. Wir suchen viel Regenaltare. Ja, vielleicht wollen wir Regen. Ja, wir sind ein bisschen vertrocknet hier, ne? Wir wollen ein bisschen Regen haben. Autsch. Hol dich jetzt mal. Vermutlich ein Regenwald. Zack, 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 zack. Doch, geht schneller. Ja, jetzt kommen wir okay voran wieder. Ja. Komme ich nicht runter, das ist okay. Ich will auch gar nicht runter. Stellt euch vor, wir kriegen noch ein Level up, dann sind die halt einfach nur noch pulverisiert. Wieder so war es auf jeden Fall im Baum. Ja. Oh, was ist das denn? Oh mein Gott, was ein Wonneprop, ey. Das ist doch diese Kröte, die bei Naruto gesammelt werden kann. Ist auf jeden Fall auch sehr groß, ja. Ich mag diese Art. Kröten zu zeichnen. Das ist so krass, was ein Level-Up ausmacht, ne? Du kriegst so viel weniger Schaden. Bisschen mehr Damage auf jeden Fall. Das ist ja auch so eine japanische Sache, dass die so rauchen dann irgendwie. Hauptsächlich ist der Damage sehr wichtig daran. Aber viele Yokai genau. Genau. Aber der Schaden ist gut. Oh, eine Donnerkröte. Ich muss lesen. Woher kenne ich das Wort? An jedem der Regenaltare kontrollieren 4 Seelen das Wetter. Oh, und das war jetzt Seele Nummer 2. Gib mal deine Seele! Au, 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 was ist das denn? Achi! Das ist ein richtig Nies. Sehr ekelhaft! Ich bin auch dann schon weg. Oh, Gift! Boah! Das war ein Rübser. ich hab grad nachgeschaut. Donnerkröte ist ein altes, heute nur noch selten gebräuchliches Schimpfwort. Es wird besonders für hässliche Frauen verwendet. Was? Ich wollte doch nur wissen, warum ich das Wort Donnerkröte kenne. Hä? Verzeihung? Okay. Alter 1. Alter. Wenn 4 Seelen befreit, beginnt es zu regnen. Maeve, bitte rette unser Volk. Na klar. Maeve, rette unser Volk, bitte. Halbe Arbeit ist schon erledigt. Ich bin doch schon dabei, Freunde. Was ist das? Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Der hat noch eine Seele. Aber der gibt bestimmt richtig viel XP, ne? Donnerkröte, was? Ich denke, er sollte okay viele geben, aber der Sprintangriff macht so viel mehr Schaden an denen. Richtige Zimtzicke. Hier links noch entlang? Nein. Mich erinnert dieses Gebiet irgendwie sehr an die, was war der Name davon? Die Giza-Steppe oder Wüste aus Final Fantasy 12. Da gibt's auch Regen und der Trockenzeit. Wüste von Gizeh gibt's in echt, glaube ich. Ja. Ich habe Final Fantasy 12 nie so weit gespielt. Maeve, das ist das zweite Gebiet oder so. Spielen. Ja.
Ja. Gizeh ist da, wo die Pyramiden sind, in echt, oder? Spricht nicht für Spiel. Okay. Aber ich habe Final Fantasy XII auch immer abgebrochen, was voll schade ist, weil eigentlich ist es ein so cooles Spiel. Irgendwann sollte ich mich hinsetzen und es auch. Ich habe es vor einiger Zeit mal wieder versucht. Und kam auch nicht in diese Liste, also von daher. Du musst einen Regenaltar finden. Den haben wir ja schon gefunden. Die dritte Seele, ne? Find mal den Regen, Alter. Alter. Alter, find mal den Regen. Alter. Ich hasse es, wenn Gegner in Videospielen iFrames haben. Es fühlt sich immer so frech. Oh, okay, nice. Ja, warum kannst du, was hier? Ich kann? Du musst einen Regen, Alter, ich weiß. Na gut, dann müssen wir jetzt wieder dahin. Frech, wenn Gegner das können, weil ich mir denke, ja, ich will das haben, aber du sollst das nicht haben. Mhm. Nee, ich hasse auch, wenn man das selber hat, das auch. Hört sich auch nicht schön an. iFrames? Ja, wenn du viele davon hast, Nier Automata kannst zum Beispiel auch, wenn du die richtigen Chips reinpackst, irgendwie, ich glaube, auf 3 Sekunden iFrames kommen oder so. Oh Gott. Okay. Nier Automata Chips sind sehr broken. Ist das nicht aber so ein super wichtiger Bestandteil von Dark Souls? iFrames mag ich bei so Animationen, wo du dich nicht wehren kannst. Aber sonst. Da wäre ich jetzt von ausgegangen, dass Mogi die eigentlich ganz gut findet. Nee, das ist nicht, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, wenn man ewig viele hat. Die Gegner trifft, dann müsste für die nächsten 3 Sekunden kannst nicht eingegriffen werden. Was soll der Spaß? Ja, das ist aber so ein Mario-Ding. Das mag ich da. Da erwarte ich das. Wenn du zum Beispiel wie in Nier das halt selbst quasi provozieren kannst, dann finde ich das irgendwie belohnt, dass du halt einfach die richtigen Ausrüstungsgegenstände dafür verwendet hast. Um mal quasi fast unverwundbar zu sein. Hat Isaac Invisibility Frames? Ein paar, oder? Ja, ich meine, jedes Spiel hat effektiv welche, also. Ja. Kann ich das riechen, oder? Ja, okay. Ich meine, die meisten Spieler haben iFrames. Also. Wenn man getroffen wird zum Beispiel, oder? Ja. Ja, das ist ja auch Schutz. Das ist ja meistens. Wo gingst du denn zum Altar, Maeve? Ich dachte ehrlich gesagt da oben, wo du lang gelaufen bist, aber unten. Ja, ich glaube weiter Norden, oder? War da nicht ein Durchgang zum Kampf? Ja, hier durch. Links? Und dann hier nach links runter oder so? Ja, genau. Ich überleg gerade, ich hatte letztens irgendein Spiel, da gab es gar keine iFrames. Ja, das ist ja auch scheiße. Das ist super scheiße, ja. Weil ich wurde dann permanent eigentlich getroffen, war tot, wenn ich irgendwo hängen geblieben bin. Das ist bei den meisten Konzepten so. Was? Ich fühle eine riesige Kraft. Die Kraft des Regens! Wieder der Song. Wow. Der spielt doch immer in diesem Sanktum da. Okay. Regnet's jetzt, oder? Ja. Es dauert eine Sekunde. Ich liebe Spieluhrmusik auf dem SNES. Oh shit, jetzt ist alles voll Wasser. Alter. Ist nicht alles voll Wasser. Die Pflanzen sind auf dem Boden. Moi kann Aussagen wirklich stehen lassen, oder? Diese Farbenpracht ist faszinierend. Ja, das Konzept ist, dass wir mehr Altare finden müssen. Menschen erfreuen sich daran. Tiere leben davon. Tiere. Natürlich! Tiere retten! Die Tiere können nicht zurück, weil es nicht genug Gras gibt. Achso. Wenn mehr Pflanzen wachsen, kehren auch die Tiere zurück. Antilopen fressen das Gras. Die Möwe sagt, ich solle hier das Nas von Lonzo. Die Schildkröte namens Kamensky und Leon, den Löwen und König aller Tiere treffen. Kamensky finde ich toll. Ja. Einfach Kamensky. Der König aller Tiere! Ich nehme erstmal die Schatztruhe mit, wenn das erlaubt ist. Waffe! Wir brauchen keine Waffe. Alexia, aber auch nicht schlecht. Mehr Abwehr! Ihr wollt auf die Konferenz des Löwen, den König aller Tiere. Alle Tiere sind da. Außer? Nur ihr kommt nicht hin, weil ein Fluss, wie hier, ein Fluss euch den Weg versperrt, wo immer sehr viele an den Krokodilen verrecken. Oder kann man da nicht durchlaufen, Mogi? Wie kommst du rüber? Hier links. Ich glaube, da kommt man nicht durch. Ah, okay. Aber wir können generell einige Stellen jetzt rüberschwimmen. Ja. Es gibt durch mehrere Altare, ne? Weil der hieß ja irgendwie Altar 1, ne? Ich glaube, 4 Stück waren es. Ah, vielleicht waren es auch nur 4 Seelen pro Altar. Es gibt auf jeden Fall mehrere noch. Ja. Und, ich weiß noch,
an irgendeinem Punkt werde ich auch, wo man dann über Baumstämme rüber muss. Ab da finde ich es auch immer sehr verwirrend, den richtigen Weg zu finden. Das freut mich schon sehr. Weil man wieder balancieren muss, dachte ich. Nö, nö. Ich bin einfach nur sehr schlecht in der Orientierung. Ja, ich auch. Ich habe auch immer Probleme in der Orientierung, wenn das Map-Design so aufgebaut ist, dass du manchmal halt das Ganze in einem gemeinsamen Kontext setzen musst, wie bei so einem Turm. Du gehst irgendwo hoch, springst in dem richtigen Loch runter. Ich meine, an sich würde es wahrscheinlich helfen, wenn ich hin und wieder mal mich an eine gewisse Sache aus dem Spiel erinnern würde, nämlich, das ist eine weißt du was? Weißt du was? Ich sehe das Problem mit der Karte. Ist nicht so hilfreich. Was zur Hölle? Ja, er sieht das ausgehen. So sagen wir einfach mal, Karten in Videospielen war noch nicht so ausgereift zu der Zeit. Den Spielen zumindest nicht, nee. Wo denn? Aber ich glaube, du brauchst jetzt den Granitsperr ausrüsten müssen hier, oder? Wegen den Steinen unten. Oh ja. Boah, jetzt bin ich auch am überlegen. Gab es irgendein SNES-Spiel, was ich gerade kenne, was so eine richtig gute Karte hatte? Na. War hier. Ich meine, Super Metroid hat für das, was ist eine gute Karte, aber die ist natürlich Ansatz sehr, sehr anders. War Link to the Past nicht so in Ordnung? Ich weiß nicht, ich denke, die Dungeon-Karte aus Link to the Past sollte relativ ähnlich wie Terranigma sein. Ich gehe generell davon aus, dass Terranigma ein gutes Stück von Link to the Past inspiriert ist. Safe. Ich dachte, die wäre besser gewesen bei Link to the Past, aber ich hab's jetzt auch nicht genau vor Augen, ehrlich gesagt. Ich gerade auch nicht. Es sollte auch so ähnlich sein. In Ordnung, ja. Ist detaillierter als das hier, aber zumindest hilft es mehr, wenn du verschiedene Räume halt sehen willst, wo du das war ein guter Crit. Und der Kranichspiel macht auch einen ordentlichen Damage, also eigentlich ist es egal. Ja, inzwischen bekamen wir auch Level-Ups, oder ein Level-Up. Ja. Du kannst es Baumstämme, wuhu! Oh. Waren wir noch unten schon? Maeve, da habe ich gar keine Lust drauf, Maeve. Maeve. Okay, lass das rauspatchen. Ich mache eine Mod rein. Okay. So ein Dash-Gemove. Du musst wissen, Maeve hat sich dieses Spiel gewünscht. Ich denke, das wissen alle. Ja, ich glaube auch. Guter Wunsch. Leerzeichen, Maeve hat sich das gewünscht. Den kenne ich nicht. Nanu, diese Felsenwand sieht aber sonderbar aus. Sie wirkt zu dünn, als ob sie ein starkes Tier einringen könnte. Ein Ochsenfrosch! Da ist ein Ochsenfrosch. Oder Donnerkröte. Wahrscheinlich meine Kröte. Wie so ein Ochsenfrosch. Ich habe mal gehört, dass es eigentlich nicht wirklich einen Unterschied zwischen Kröte und Frosch gibt. Also taxonomisch. Ist eigentlich die gleiche Familie. Ah, okay. Ist mal gehört, aber... Dann ja, sehen wir halt... Ich will nicht behaupten, dass das hundertprozentig richtig ist, aber ich glaube... Aber du willst mir erzählen, Alligatoren und Krokodile sind so unterschiedlich. Ah, der hätte dich da rüber niesen müssen. Da habe ich keine Ahnung. Das ist nur clever, Babe! Das sind ganz anderes Wesen, aber... Ich dachte, du musst eine Wand einschlagen, aber das sieht eher aus wie eine Rampe. Yeah! Natürlich, da sind nicht umsonst die zwei Kröten daneben. Kommen wir noch zu der Kiste? Ja. Boah, also Maeve, soll ich dir einen Controller geben? Nee, lieber nicht. Allein damit der Daumen ist. Hab gehört, das ist schmerzhaftes Spiel. Nee, jetzt geht's gerade, weil ich nochmal unterwegs sein kann. Ja, du machst doch nicht dieses Spiel. Ich bin gerade nicht in diesen Jump-and-Run-Passagen unterwegs. Okay. Boah, eine kleine Heilknolle. Willst du die auch nochmal wiedersehen? Direkt mal reinwämsen. Jetzt google Fully, das wird die Krötenrolle. Halt echt nicht viel an dem Punkt. Ja, Regen, Alter, ich verstehe schon. Aber gut, dass wir hier hoch sind. Wir wollen nämlich auch eine von den Seelen. Da hatten sie auch keine Lust mehr, einen Text zu schreiben für jeden einzelne Seele. Ich meine, muss auch nicht sein. Vielleicht auch mein Leben, weil es heißt, dass wir die Scheiße nicht jedes Mal aufs Neue durchlesen müssen. Ja. Hallo, ich bin eine Seele. Ich habe so viel neue Dinge zu erzählen. Uli, du denkst dir jedes Mal was aus, wenn ein Ende kommt, ja? Du musst übrigens einen Altar für den Regen aktivieren. Jedes Mal so einen generischen Satz einfach. Vor Äonen von Jahren kamen wir Seelen in dieses Land der Tiere. Ja, es ist wirklich die ganze Zeit was. Was für es ist übrigens die gleiche Familie. Ah! Es gibt auch noch Unken. Habt ihr mal von Unken gehört? Oh ja, stimmt. Ich dachte auch immer, das sind Kröten. Unken, der Quark. Es gab ein... Ist es was zu essen? Ja.
Oh, oh, holy boah, shit! Das hat gereicht? Das hat gereicht. Gereicht hat das. Geiler Scheiß. Ich glaube, Onkel hat der Frufo gemacht. Junge, ich habe noch nie Frufo gegessen, ne? Aber ich habe so viel davon. Ich meine, ich glaube, ich hatte es damals, aber ich habe keine Erinnerung daran. Frucht-UFO. Das ist der Kinderquark. Aber die haben auch normalen Quark. Also gemacht. Was ist Kinderquark? Aber ich glaube, die gibt's nicht mehr. Die gibt's schon nicht mehr, halt, seit Folio und ich leben. Das ist so eine Quarkpackung, die ist halt so UFO-förmig halt, mit so einem Loch in der Mitte. Und sie haben ein Reboot gemacht, was der die und Loch in der Mitte war ein Spielzeug. Die fanden das nicht gut. Ich wollte gerade sagen, UFO hat ja eigentlich kein Loch in der Mitte, ne? Aber ich check. Wo willst du das wissen? Ich check. Hast du UFOs gesehen? Es gibt ja alle möglichen UFOs. Ich meinte jetzt so fliegende Untertassen. Ein unbekanntes Flugobjekt, das kann überall Löcher haben, wo es will. Ja, kann es echt. Der Hund sein. Ja, zum Beispiel. Aber hey, ich mag Schrei Nummer 2. Ich mag übrigens, dass diese Töpfe da so angebracht sind, das sieht so aus wie ein Gesicht halt, ne? Wie Augen und so, die den angucken. Oh ja. Was? Oh ja, doch. Und viele Tränen darunter. Mhm. Ja, der hat schlecht geschlafen. Genau wie ich. Auch keine Katzen diesmal. Das ist ja schade. Nee. Das ganze Wasser ist zurück. Ich habe heute ein bisschen wieder durch alte Zeitschriften gestöbert. In dem Fall 1997, 1998, also die Spielzeitschriften für ein Video. Und die Werbung von damals war immer so, es war immer sehr wilde Werbung. Ich frage mich gerade, was gab es wohl für Werbung für Terranigma? Da gab es bestimmt auch irgendwas sehr Komisches. Stimmt. Ich erinnere mich an einen... Stimmt, irgendeine halbnackte Frau oder so und ein Typ mit Control in der Hand da hinten ja. steht. wenn du alt genug dafür bist oder sowas. Mutter Natur sieht die ganz Zeit anders vergeht aus wie im Flug. Ein Rollenspiel für echte Männer. Oh. Willst du Schokokuchen, Gameboy oder mich? Das war wirklich meine Werbung. Oder eine Filmszene oder so, ja. Das ist irgendwie. Die Gaming-Werbung in den 90ern war alles sowas. Ne. Ja, ja, ja. Ich hab, was ich heute im Public gesehen habe, war für irgend so ein BMX-Spiel oder so, da stand dann irgendwie Abend mit den Jungs, dann war so ein Gesicht von einem unter, drunter, beziehungsweise das ist dann so ein Rennspiel oder sowas, das hat man erst unten ganz klein gesehen, aber der hat dann überall so braunes Zeug im Gesicht. Was? Was natürlich, es sollte natürlich Matsch sein, ganz klar, yeah. aber die Andeutung war natürlich eine andere, aber da frage ich mich, was war das für ein Abend mit den Jungs, den du da erlebt hast? Was? Dass du so danach aussiehst. Ja, die haben ein bisschen... Ladet mich nicht zu dem Abend ein, bitte. Ich sehe den Horizont erweitert. Ich will auch nicht eingeladen werden. Wo wir gerade bei Fruchtjoghurt waren und vor diesen alten Werbungen, irgendwo in einem alten Donnerstag-Sonderheft gab es so Werbung für einen Joghurt, der war gebrandet mit... Der hat den Löffel und auch Flecken. Nein, warte. Den kannst du löffeln und auch schmecken. Das ist der Löffel war falsch. Ja, was war mit dem? Da war Newton, diese Cartoon-Show. Und dieser kleine Junge, die hatten einen Fruchtjoghurt irgendwie. Und das war alles, was ich davon kannte, eine Zeit lang. Was ich am wildesten immer noch finde, ist, dass es einen Schnappi-Brotaufstrich gab. Ich glaube, das waren so Pop-Rocks in einem Joghurt drin irgendwie. Oh, da erinnere ich mich noch. Ja. Was sind Pop-Rocks? Die knistern. Dieses bitzelnde Zeugs. Ah. Und das war aber in einem Joghurt. Also, die waren ein bisschen anders. Das war mehr so Puffreis-Pop-Rocks. Verschnitt irgendwie. Oh, wisst ihr, was ich auch für einen Artikel gesehen habe in der Zeitschrift 1997? Da war auch sowas mit ja, für Tomb Raider gibt es viele Gerüchte im Internet, dass es den Nackt-Cheat gibt und sowas, aber natürlich handelt es sich dabei um nichts Echtes. Und dann stand drunter, wenn ihr es euch mal anschauen wollt, hier ist der Link zu der Website. Oh Mann. Wo ich mir dachte, heutzutage würden sie es nicht so handhaben. Oh mein Gott. Aber hier ist der Link, falls ihr euch das anschauen wollt. Aber war das nicht eher so ein Artikel? Das war auch nicht eine offizielle Werbung, oder? Das war keine offizielle Werbung, es war so ein Mini-Artikel halt. Ja. Ja, ja gut, ich meine, kommt drauf an, wer das so handhabt. Kannst du die da reinschieben? Ja! Ja! Wow. Ich meine, es war... Ich habe das Gefühl, es war ein bisschen gewagt von ihnen, dass sie es da reingebracht haben, weil ich bin mir sicher, die von Eidos wären nicht begeistert, dass sie sowas publizieren. Ja. Aber es gibt ja auch heute noch sehr edgy... Dann wiederum gab es hier eine Playboy-Ausgabe, in der Lara Croft auf dem Cover war. Gab es? Die was? Gab es, Playboy, ja. Natürlich. Okay. Die Entwickler haben es doch auch darauf angelegt, dass sie so eine...
Sie behaupten, dass es natürlich nur ein Missverständnis war, aber dass sie eine Sex-Ikone ist aus Gaming. Also komm. Du machst ja nicht die größten Polygone ever dran, um dann zu sagen, oh, das war ja gar nicht beabsichtigt. Das gleiche haben sie auch bei Guinevere bei Dark Souls erzählt. Ach komm. Nein, wirklich. Miyazaki meinte, ja, und dann hat jemand, der aus dem Team hat, das gemacht und er war so stolz auf das Design, er wollte ihm nicht sagen, dass wir es nicht nehmen. Und deswegen hat sie sehr große. Sie sehr gut okay, ausgestattet. Weißt du was, aber das sehe ich ein bisschen so. Aber ey, ein bisschen Representation für großbrüstige Individuen ist so okay. Individuen? Mhm. Gibt ja auch keine Frauen, die das trotzdem haben. Ja, das kann ich bestätigen. Aber ich möchte keine Repräsentation haben. Naja, doch. Nee. Kriegst du so oder so. Oh, oh. Boah, da bin ich richtig reingedriftet. Habt ihr es gesehen? Hey, ich hab's gesehen. Ich guck zu. Ja. Au. Pass auf. Was soll das denn jetzt? Ja, der hat sich weggenießt. Aber Gaming-Zeitschrift aus den 90ern ein bisschen durchzustöbern, kann ich sehr empfehlen. Geht auf kultmax.de, da kann man super viel davon runterladen. Ich mag die Website sehr, weil es ist ein legales Archiv tatsächlich, weil der Typ, der es macht, auch mit den ganzen Redakteuren und sowas, das abgeklärt hat, dass auch wirklich da hochgeladen werden darf. Ich denke, das ist super cool, dass sowas existiert. Das ist ja. Weil die auch wirklich viel haben. Hauptsächlich natürlich Amiga-Zeug und sowas, was, naja, mich nicht interessiert, aber... Das sind auch ein paar Sachen, die für mich interessant sind immer. Und vor allem ist das um Videos zu machen, ist das so hilfreich, weil... Okay. Ja, das ist eine Sache, die ich immer sehr schade finde, dass immer die Geschichte von den USA erzählt wird. Ja, obwohl das vor allem damals natürlich so viele Dinge kamen und nicht nach Europa und so, es war immer alles die Geschichte sehr anders und... Da bin ich ja wirklich sehr froh, dass ich das in den Zeitschriften alles nachschlagen kann. Zum Beispiel aktuell, woran ich arbeite, ist der Tiger Gamecom. Und es sollte ursprünglich in Deutschland und sowas erscheinen. Und da bin ich aktuell daran, ein bisschen die Timeline nachzuverfolgen. Oh, Tiger Gamecom. Was ich noch fragen wollte ist, also, ich meine, du sagst so, die Zeitschriften in den 90er waren wild. Wir haben doch sicher immer noch irgendwie Gaming-Zeitschriften auf irgendeine Art und Weise. Meinst du, die sind so anders? Also hast du irgendwie einen Vergleich? Das dachte ich halt auch gerade. Ich lies mir gar nichts durch. Ich habe das Gefühl, es gibt immer noch sehr edgy. Vielleicht nicht so. Ich meine, wenn du jetzt bei der GameStar oder so ein bisschen was liest, das ist nicht wie in den 90ern. Bei der was? Wenn du bei der GameStar oder sowas liest, das ist nicht wie damals. Habe ich nie gelesen. Ja, klar, nicht wie damals, aber vielleicht immer noch so teilweise, wenn man sich Sachen denkt, so was zum Fick. Nee, ist ein ganz anderes Mindset. Wir sind nicht mehr 90er oder 2000er. Ja, aber ich habe das Gefühl, diese edgy Sachen, die damals halt noch auf diese Weise gepublished wurden, dieselben Type of Menschen, die machen es jetzt einfach im Social-Media-Bereich. Also die posten ja auch einfach, was sie wollen und was clickbaitig ist und so. Und so super sexistische Sachen auch teilweise. Ich weiß nicht, ob es damit 2200 war, halt einfach anderer Zeitgeist zu der Zeit, weswegen andere Dinge populär waren. Und deswegen macht man es heutzutage nicht mehr, würde ich einfach mal sagen. Ja, aber es gibt immer noch diese Leute, die einfach so YouTube-Videos so gestalten, finde ich. Du bist ganz eindeutig darauf ausgelegt, dass Leute das auch haten. Aber darum geht's bei den Zeitschriften gar nicht. Es war einfach nur. Gar nicht. Es war ein bisschen kruder halt, aber war jetzt nicht auf Aussicht, dass du es hassen sollst oder so. Nee, das stimmt. Das ist ja lustig, weil manche Dinge bei der Werbung denke ich mir, oder habt ihr ja ein bisschen über die Stränge geschlagen. Ich finde es lustig, weil es sehr absurd ist, aber. Ja, ja. Sich so, als ob sie. Deswegen war ich so neugierig, ob wir immer noch. Teilweise so. Donnerlanze. Ja, gut, aber so. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwelche modernen Publisher wirklich zu sehr sowas wollen würden heutzutage. Nee, die Publisher nicht. Oh, ich muss kurz zu meinem eigenen Wassertempel. Ich bin aber wieder da. Bitte. Dorniger als ein Distelstrauch. Wollen wir sie nicht getroffen? Ouch. Boah, nicht Disteln. Aber der hat bestimmt so Dornen, wo du dich selber dran verletzen kannst. Seid ihr schon mal eine Distel getreten? Ich glaube nicht, nein. Ich schon. Brennnesseln sind eh und schlimmer. Und hast du es überlebt? Ja. Aber ich habe schon mal so eine Kaktusfrucht angefasst. Ach ja. Die hassenswerten Dinge. Mach ich nie wieder. Das ist auch, seitdem habe ich da so Schiss vor. Dinge, die man nur einmal im Leben macht, ne? Ich hatte als Kind so große Angst vor Glaswolle, weil mir einmal erzählt wurde, wie das ist, wenn man die anfasst.
Es juckt halt ein bisschen. Ja, ich hatte unfassbar viel Angst davor dadurch, weil ich irgendwie so jung war, als ich das erfahren habe. Ist eine Distel wirklich so eine stachelige Pflanze, wie ich das sehe? Weil ich überlege gerade, habe ich die irgendwo, wo ich... Wie, wenn du das siehst? Klar. Maeve hat das mal erzählt, ich glaube, da warst du dabei. Maeve hat erzählt, dass sie die einfach angefasst hat und dann so tagelang kleine Stacheln hatte und es rot war und so. Ja, ja, aber ich sehe jetzt, also ich gucke mir gerade Bilder an und überlege gerade, wo ich früher immer gespielt habe. Ich will einfach nur sagen, von jetzt ein klassischer Touchgrass-Moment hier gerade. Nee, da wo ich früher immer so gespielt habe oder so, habe ich nie, glaube ich, so eine Pflanze gesehen. Also brennt es in einem Haufen. Ach so, du meinst Disteln, sorry, ich war, ja. Ja, genau, ich bin bei Disteln. Also brennt es natürlich viele. Ich bin wahrscheinlich jeder andere auch schon mal so voll reingefallen und so. Aber Disteln, denke ich, oh Gott, wenn ich da irgendwie das anfassen würde oder drauftreten würde oder reinfallen würde, ach du Scheiße. Das stelle ich mir sehr schlimm vor. Ich bin draufgetreten, es war sehr unangenehm, aber es war nicht... Es hat nicht so dich... Ich glaube, hier war dann der Altar. Sieht ja ein bisschen trockener aus. Kann man ganz gut erkennen, auf jeden Fall. Hat dich nicht so vergiftet wie Brennnesseln. Und direkt vom Wasser rein. Distel oder Distel? Also, was meinst du? Ich glaube, hier unten war er links, oder? Ja. Ja, hier links, genau. Ja, hier links. Ja. Altar 3! Alter! 3. Kriegen wir eine Cutscene oder wieder nicht? Wir kriegen wieder keine. Nee. Ja, es gibt viele Altare, ne? Sollen wir. Man will uns ja nicht aufhalten. Also, was sollen wir noch zeigen an dem Punkt? Besser widerlich als widerlich. Man hätte auch zwei Altare machen können und eine Cutscene immer, aber. Na, aber das war uns nicht vergönnt. Da will ich aber sagen, was ja, ich rede gerade, sei mal nicht so unruhig hier. Ja, ich bin ja gleich. Das ist so Sonic. Gut, dann würde ich sagen, das war soweit der Terranigma für heute. Beim nächsten Mal werden wir weitermachen. Wir kamen gut voran, würde ich sagen, heute. Lief gut. Mhm, auch wenn der Vogelkampf mich sehr verwirrt hat. Ja, also okay. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schlaf gut. Tschüss. Ist komisch, weil hier keine Musik mehr läuft.